Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Schalke-Karriere. Und ja, heute letzte Folge von Saison Nummer 4. Es geht für uns darum, an den letzten 6 Spieltagen dazu zu sorgen, dass wir noch nach Europa kommen. Und ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Wir wollen hier gegen Leverkusen gleich mal den ersten Schritt machen. Die sind Tabellennachbar von uns. Mit dem Sieg wären wir einen Punkt an die ran und würden das Rennen um die Champions League Plätze oder um den letzten Champions League Platz deutlich enger gestalten. Da wären wir, glaube ich, 4 Teams innerhalb von 2 Punkten. Und ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Und jetzt die Leverkusen mit dem 1:0. Antoine Griezmann mit dem Tor. Ja, ich weiß doch, der hat uns bis jetzt immer genervt, wenn wir gegen Leverkusen gespielt haben. Und ja, boah, da stellt sich aber, ich glaube, Malik Tchao müsste das gewesen sein, auch mega dämlich. Und er steht eigentlich bei Griezmann. Boah, wenn er das Bein da anders ausstreckt, also ein bisschen mehr in die Schussbahn, dann hat er den Ball auch. Oh, das ist schon mega ärgerlich, wie er sich da anstellt. Und ja, damit Leverkusen ist aber 1:0 vorne. So, jetzt sieht vielleicht die Chance für uns mit Silas, der was da auf dem Weg nach vorne ist. Silas schlägt dann ab und dann ist es ein Eigentor. Dann ist es ein Eigentor von Leverkusener. Boah, da wäre Nebeling eh gewesen. Oder ich glaube, Salazar weiß es nicht wer. Aber ja, wir hätten auf jeden Fall den Ball reingemacht, auch ohne die Leverkusener Hilfe. Und ja, der kommt da ein bisschen besser durch als im Spiel gegen die Freiburger, wo er mit dem Rechtsverteidiger große Probleme hatte. Und ja, Kimpembe jetzt mit dem Tor. Ja, 2 Franzosen von Leverkusen treffen. Es steht 1:1. Ja, man könnte schlechter laufen für uns. Und jetzt machen wir das 2:1, 26. Minute, schon das dritte Tor hier in diesem Spiel. Also, ja, Tore gibt es hier auf jeden Fall. Und ja, Diaby dann in die Mitte, da ist eigentlich Tchao, müsste das gewesen sein, oder nee, Luka Netz müsste das gewesen sein, ist da auch irgendwie noch dran am Ball. Aber ja, dann kommt der Ball nochmal zurück und dann ja durch die Beine vom Keeper Serdar Asmun mit dem 2:1. So, jetzt hier Kevin Schade auf dem Weg nach vorne. Da wird die Verteidigung etwas offen. Dieses Mal, oh, dann probiert es da, ich weiß nicht mehr, wer auch nochmal mit einem Schuss. Ich glaube, Salazar müsste das gewesen sein. Aber ich weiß, ich sagen wollte, die Verteidigung da echt offen da hinten. Leveling, Ball in die Mitte und der war eigentlich ganz gut. Aber dann kommen wir da wie immer nicht zum Kopfball. Also vielleicht brauchen wir auch ein paar größere Leute, die was dann sich da reinstellen. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wir verlieren immer die Kopfballduelle auch schon. Im größten Vergleich. Also vielleicht ist das auch eine Sache, die was wir uns für nächste Saison mal anschauen sollten. So, jetzt müssen wir aber erstmal mit den Leuten arbeiten, die wir haben. Unter anderem mit Silas in die Mitte. Och, komm schon, dann faustet der Keeper den Ball noch weg. Da hätte Leveling nur noch einköpfen müssen. Jetzt hier die Leverkusener kurz vor der Pause. Asmun und dann ist das 3:1 von Diaby. Ach komm schon, ey, jetzt machen die das Tor. Wir vergeben richtig gute Chancen und die machen hier so einfach die Tore. Oh Mann, 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 Mann. Bei uns kommen die Pässe dann immer im Strafraum nicht an und die hier spielen an 3 Verteidigern gefühlt vorbei und dann muss der nur noch in den Fuß hinhalten oder einschießen. Ja, damit steht es jetzt hier 3:1 vor der Pause. Also es wird hier im zweiten Durchgang ein großes Stück Arbeit da noch was zu machen, aber wir hatten halt auch auf definitiv Chancen, hier noch das ein oder andere Tor zu machen und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Nächste Chance für uns, Silas, oh, der sollte auch mehr in den Rückraum kommen, der Ball nicht so straight durch, schade, legt jetzt nochmal ab auf Salazar, geblockt, aber Kral bringt den Ball dann nochmal in die Mitte, dann ist der Kopf aber ein Ticken zu lang, da kommt dann Level, nee, Salazar nicht mehr ran. So, jetzt hier der Ball raus auf Kevin Schade, der dann mit Tempo in den Strafraum rein. Er ist gut, der Ball und Leveling mit dem 3:2. Wir überspringen das jetzt hier gleich, weil ich will hier noch auf den Sieg gehen. Wir haben hier keine Zeit zu jubeln. Das sind ja noch 2 Tore, die was wir für einen Sieg brauchen. Denn ja, wir bräuchten hier auf jeden Fall einen Sieg, wenn wir diesen Platz 4 noch irgendwie holen wollen. Also gut, es wäre noch nichts entschieden, aber ja, es wäre schon eine große Vorentscheidung hier für Leverkusen oder ein Vorteil für Leverkusen gegenüber uns, wenn die dieses Spiel hier gegen uns gewinnen. Also ein Unentschieden muss hier eigentlich auf jeden Fall noch her und es kommt der Ball dann nicht zu Leveling durch. So, gibt es eine Ecke für Leverkusen, 73. Minute, Ball kommt rein. Oh Mann, 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 dann müssen wir das, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, eigentlich müssen wir die Kopfballduelle gewinnen, aber ich habe so das Gefühl, wir sind von der Größe her nicht so stark. Wobei man auch sagen muss, Kral und Kraus gewinnen eigentlich im Mittelfeld schon immer die Kopfbälle, aber die stellen sich dann scheinbar nicht hin, wenn es dann darum geht,
ja, Ecken und sowas zu verteidigen oder vorne Ecken reinzumachen. Und ja, Arnold jetzt mit dem 4 zu 2. Gut, wobei man auch sagen muss, wenn die natürlich Kopfballduelle im Mittelfeld führen, haben die halt auch so ZMs als Gegner. Die sind meistens halt auch nicht so groß. Und bei Ecken sind halt meistens die Innenverteidiger vorne oder hinten dann von den gegnerischen Teams. Das ist schon was anderes als so ein ZM im Kopfballduell. Und ja, damit jetzt hier 4 zu 2, das sollte jetzt, glaube ich, die endgültige Entscheidung hier in dem Spiel gewesen sein. Und jetzt machen wir das 5 zu 2. Da war der Keeper sogar eigentlich noch dran und Neto gerade erst eingewechselt, sieht man links oben. Und jetzt macht er hier schon das 5 zu 2. Oh Mann, man wird dann hier, löst sich aber auch stark vom Verteidiger, wird dann geschickt und dann, ja, ey, machen wir das Spiel nicht mehr ran, der räumt nur noch den Stürmer ab. Und ja, hier steht es hier 5 zu 2. Das ist hier jetzt schon ein deutlicher Unterschied. Man muss aber auch sagen, also Leverkusen, die haben Diaby, der müsste mittlerweile fast eine 90 haben. Die haben Antoine Griezmann, Kimpembe haben die. Das ist ein Unterschied zu unserem Team. Also da sieht man halt schon, gegen was für Teams wir hier kämpfen im Kampf um die Champions League. Und dass wir überhaupt so nah dran sind, ist echt ein, ja, ist echt eine Überraschung eigentlich. Also wenn es nur die Euroleague oder die Conference League wird, dann ist das halt auch kein Drama bei der Konkurrenz. Und ja, Gladbach ja auch noch da, wobei die eigentlich schon etwas schwächer sind als wir. Und auch Freiburg, die sind schon etwas schwächer als wir. Aber Leverkusen, wenn die vor uns Platz 4 holen, wäre das halt wirklich keine Schande. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, damit verlieren wir 5 zu 2. Doch ein bisschen deutlicher, als es sich am Ende angebahnt hat. Also wir waren eigentlich am Anfang ganz gut mit dabei, aber dann wurde es von Zeit zu Zeit immer schlechter. Und ja, viel mehr als diese Chance, da wäre auch nicht. Aber 2,2 erwartete Tore und die machen 5. Das ist halt auch happig, ne? Also 5 Tore mit 2,2 erwarten machen, da musst du schon krass überperformen. Und ja, damit der nächste kleine Rückschlag für uns im Kampf um Platz 4. Und langsam geht es, glaube ich, für uns wirklich nur noch darum, Platz 5 und die Euroleague klar zu machen. Ja, ich fürchte, jetzt gegen Leipzig gibt es halt die nächste Enttäuschung. Da wird es vermutlich auch keinen Sieg geben in der Simulation. Ja, wir holen zumindest einen Unentschieden. Besser als nichts. So, anders sieht es jetzt gegen die Kölner aus. Da warte ich eigentlich mittlerweile schon einen Sieg gegen die. Und den gibt es auch 1-0. Leveling kurz vor Schluss mit dem entscheidenden Tor. Macht es nochmal spannend. Silas verschießt früh einen Elfmeter. Gut, 30. Minute, so früh auch nicht. Aber Hauptsache gewonnen. So, Spieltag Nummer 31, drittletztes Spiel. Es geht gegen die Hertha. Die erste Mannschaft darf auch wieder spielen. Wir werden jetzt natürlich kurz vor Schluss nicht mehr rotieren. Das wäre dumm von uns. Und es gibt eine 2-1-Niederlage. Die haben halb so viele Punkte wie wir. Ach man, ey, und da verlieren wir das hier mit 2-1. Das könnte jetzt der endgültige, ja, Rückschlag gewesen sein. Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, wir sind nur Neunter im Moment, aber punktgleich mit Platz 7. Ja, Gladbach auch nur 3 Punkte weg, aber wir haben ein Spiel weniger, habe ich dann gesehen. Okay, also Platz 7 reicht auch für Europa. Das muss jetzt dann das Ziel sein. Und ich glaube, das gibt tatsächlich den Showdown gegen Hoffenheim am letzten Spieltag, so wie es aussieht. So, jetzt aber erstmal gegen St. Pauli noch gewinnen. Im Idealfall, um eine Top-Ausgangslage zu haben und wir verlieren 2-1. Ja, vielleicht gibt es doch keinen Showdown gegen Hoffenheim, weil wir jetzt schon sicher raus sind aus dem Kampf um Europa. Boah, ey, das ist, wie ärgerlich ist das bitte? Gegen zwei so schlechte Teams verlieren wir. Sind jetzt weiterhin Neunter. 3 Punkte Rückstand. Ja, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Und Frankfurt spielt gegen St. Pauli. Na super. Die haben jetzt, ja, St. Pauli, die sind halt Letzter. Die sind Letzter in der Tabelle und gegen den 15. haben wir auch verloren. Boah, ey, ist das ärgerlich. Ja, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen sollten, müssen wir 4 Tore Tordifferenz aufholen gegen die Frankfurter. Also, das ist, ja, ich fürchte, es gibt nächstes Jahr kein internationales Geschäft für uns. Ich will jetzt echt überlegen, ob wir das überhaupt spielen sollen, weil das ist schon unrealistisch. So, und ich habe jetzt entschieden, wir werden das Spiel simulieren, weil ich gehe davon aus, dass Frankfurt mindestens einen Punkt holt gegen St. Pauli war das ja, gegen St. Pauli. Deswegen, ja, wir müssen das jetzt nicht selbst spielen, das ist vergeudete Zeit, denn ja, die werden mindestens einen Punkt holen. Und ja, zum Abschluss gibt es für uns ein 1-1. Jetzt wäre es natürlich ärgerlich, wenn Frankfurt das nicht
geschafft haben, wenn die das verloren haben. Die müssten aber deutlich verloren haben, weil. Müssen wir mal schauen. Ne, 56 Punkte, die haben das nicht verloren. Die haben gewonnen. Müsste man jetzt hier auch irgendwo sehen, oder? Mai, wenn wir nach unten scrollen. Hier oben was, oder? Ja, die haben 3-1 gewonnen. Also ja, wie gesagt, das hat am Ende nichts gemacht. Wir hätten am Ende, wären wir vor Hoffenheim gelandet auf Platz 8. Bedeutet, ja, wir hätten es oder so nicht international nächste Saison gespielt. Und ja, ich werde jetzt weiter simulieren. Danach werden wir uns nochmal alle Statistiken anschauen und dann, ja, werden wir in die neue Saison reingehen, in der es leider keinen Europapokal gibt. Und gerade ist der Scouting-Bericht von Aaron Hickey fertig geworden. Der ist eigentlich gar nicht so schnell, wie man das erwarten sollte, wenn der da an, ja, beziehungsweise wenn Silas an dem nicht vorbeikommt. Aber der ist 23 Jahre, hat nur eine 81er Gesamtstärke. Der wäre tatsächlich einer, der echt interessant für uns wäre, den zu holen. Kostet da so 30 Millionen, hätte sogar eine Freigabesumme, aber ich glaube, die wäre zu hoch. Da kriegen wir den definitiv günstiger. Ich muss mal schauen, ob der noch Potenzial hat. Der könnte definitiv einer sein für uns. So, und jetzt sind wir angekommen. Eine gute Woche vor der neuen Saison. Und ja, gucken wir uns mal die Tabellen nochmal an. Ja, Bremen und St. Pauli gehen runter. St. Pauli, und die haben uns ja beide genervt. Wir haben ja auch gegen Bremen verloren in der Rückrunde. Das sind halt 6 Punkte, ne? 6 Punkte, was wir gegen die Absteiger verlieren. Wenn wir die mehr gehabt hätten, wären wir punktgleich mit Platz 5 gewesen. Was sicher Europa bedeutet hätte, weil wir wären im schlimmsten Fall Siebter gewesen. Und ja, auf Platz 4 fehlen uns dann doch 11 Punkte am Ende. Ist dann doch ein deutlicher Abstand. Aber wie gesagt, Leverkusen, die sind zu stark für uns noch das. Da wollen wir uns gar nicht mit messen. Wir sehen uns eher so bei Freiburg und Gladbach. Da hätte ich aber uns tatsächlich stärker als die eingeschätzt. Also dass wir nicht vor denen sind, ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber gut. Machst du nichts, den Pokal gewinnt auch Leipzig, damit gewinnen das Double, ne? Habe ich, glaube ich, vorhin richtig gesehen. Ja, trauriger Tag, aber gut, passiert. Mainz muss runter, ja, Gott sei Dank. Ne? Bedeutet, wir haben gegen alle drei Absteiger, haben wir wichtige Punkte liegen lassen. Ja, wenn wir gegen die auch noch gewonnen hätten, das Hinspiel in der Saison, da hätten wir jetzt, wären wir jetzt Fünfter gewesen. Na super, wären 2 Punkte hinter Leverkusen gewesen. Meine Fresse, ey, das kannst du doch auch keinem erzählen, dass wir gegen solche Teams Punkte liegen lassen. Super Pokal gewinnt Bayern im deutschen Duell. Champions League gewinnt Atletico. Die Europa League gewinnt Juventus. Sevilla verliert im Finale. Das sieht man halt, dass FIFA nicht realistisch ist. Und Marseille gewinnt die Conference League. WM läuft auch gerade. Deutschland in einer Gruppe mit Kroatien, Australien und Schottland. Ich würde denen zutrauen, so wie die gerade spielen, dass sie rausfliegen. Ich habe das Spiel gegen Kolumbien noch nicht gesehen, aber gegen Polen und gegen Ukraine war das ja ein absoluter Krampf. Also, ja, wenn die in FIFA auch so spielen, werden die, glaube ich, Letzter in dieser Gruppe. Und ja, aber gut, meistens nur ein Spiel in der Gruppe gespielt, noch nicht so wichtig. Dann die eigene Mannschaft gucken wir uns nochmal an. Leihspieler, ja, da kommt halt zurück, wer zurückkommt. Ich habe wie immer keinen Überblick, wer kommt und wer nicht. Sehen wir dann nächste Folge. Gibt's auch wieder eine schöne Übersicht. Meiste Spiele Lukeba, ciao. Ja, also viel Entwicklung nicht. Die meisten nur so ein, zwei Punkte hoch. Aber gut, viele jetzt auch schon am Ende vom Potenzial angekommen. Ohne Gegentor. 11 Mal Mamardaschwili. Könnte vielleicht sogar sein Potenzial helfen. Der ist ja beim Maximalen angekommen. Könnte dem bestimmt helfen, dass der hochgeht. 11 Spiele, das ist ein Viertel der Spiele zu null. Geht eigentlich schon klar. Tore Leveling 21, 10 Torvorlagen. Ist auch bester Torvorlagengeber. 31 Scorerpunkte. Da geht bestimmt auch noch was beim Potenzial. Oder auch hier Silas 18. Schade, 20 Scorerpunkte. Da sollte schon was hochgehen beim Potenzial, hoffe ich. Sind jetzt auch nicht so alt. Ja, Silas 27, aber gut. Sind noch nicht allzu alt, da könnte noch was gehen beim Potenzial. Okay, war 3 Punkte hoch, die beste Verbesserung. 9 mal zu 0 könnte ihm auch helfen. Hat er noch Potenzial? Der hat sogar noch ein bisschen Potenzial. Gebe ich ihm jetzt auch mal einen neuen Trainingsplan. Ja, der sieht gut aus. 97 Sprinttempo, brutal. Antritt geht leider nicht mehr hoch. Vielleicht entwickelt er sich ja noch ein bisschen. Aber 86 hat er ja mindestens noch in sich. Und ja, mehr gibt es dann eigentlich auch nicht mehr zu zeigen von den Statistiken. Verträge habe ich, glaube ich, alle verlängert. Ja, da läuft am Ende der nächsten Saison keiner mehr aus. Die alle laufen erst
im Jahr darauf aus. Also Meier werde ich vermutlich verkaufen und Kraus eben als Backup behalten. Der Rest könnte ich eigentlich Anfang der nächsten Saison schon verlängern. Kraus verlängere ich erst, wenn der andere ZM da ist, damit er auch dann die Rotationsrolle akzeptiert. Und Wagnermann verkaufen wir, glaube ich, eh. Also ja, die anderen Verträge werde ich bestimmt, glaube ich, dann auch noch alle verlängern in der neuen Saison, dass wir dann im Jahr darauf keine ja, Vertragsverlängerungen mehr machen müssen. Und ja, dann Ziele können wir uns noch angucken. Genau, da gucken wir mal. Kontinental, haben wir das Ziel erreicht? Gut, Gruppenphase war nur das Ziel, haben wir knapp erreicht. Ja, leider nicht für Europa qualifiziert. Pokal haben wir erreicht. Saison mit Restbudget beendet. Das war aber noch von Vorsaison, von der Vorsaison, weil wir haben nur 2 Millionen Budget. Dann 5 Spiele ohne Niederlage in Heimspielen haben wir erreicht. Haben wir sogar 8 Spiele gehabt. 3 Spiele haben wir verkauft. Wir haben leider keine 2 Verteidiger für die Jugendakademie verpflichtet, aber 3 Spieler mit unter 20 verpflichtet. Da zählen ja auch Jugendspieler mit dazu. Also im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, die Ziele schon. Also, dass wir. Gut, hier haben wir sehr hoch, das haben wir erreicht und hier haben wir 1 von 2 erreicht. Ich glaube, das hat schon gereicht, vor allem hier beide Ziele bei hoch zu erreichen, damit wir nicht entlassen werden und auch Mittel erreicht. Also ja, war, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir sollten nicht entlassen werden. Der Balken ja auch sehr weit oben. Und ja, dann geht es jetzt weiter in die neue Saison. Wir sehen uns dann zum Jugendturnier, zum Vorbereitungsturnier, nicht Jugendturnier. So, da sind wir auch schon beim Vorbereitungsturnier und ich glaube, wir nehmen. Die Gegner sind eigentlich überall alle gleich stark. Dann nehme ich halt eins von den beiden, was am meisten Geld geht. Und da glaube ich nämlich das hier, weil da sind die Gegner doch etwas einfacher. Da ist die Chance am größten, dass wir es vielleicht doch gewinnen sollten. Ja, ich habe gesehen, 3 Leihspieler sind zurück. Da habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Wer sehen wir dann alles in der nächsten Folge? Und Finanzen, 40 Millionen. Ja, das hält sich natürlich in Grenzen. Gut, wir spielen natürlich auch nicht international. Aber ja, gut, Wagnermann kommt da noch dazu, dann der ein oder andere Backup vielleicht noch als Verkauf. Ja, viel mehr als die 2 Spieler werden das vermutlich auch nicht. Vorschläge habe ich jetzt noch nicht reingetan, weil ich nehme das hier direkt nach der nächsten Folge auf. Und ja, jetzt mal 2, die ich gut finde, rausgesucht. Thierry Correa, den finde ich mega interessant. Oh, der will der Club auch nicht verkaufen, weil er zu wichtig ist. Und Hickey, der ist auch zu wichtig für den Club. Na super, also brauchen wir andere Vorschläge. Aber vielleicht tut sich da ja noch was bei den Vereinen. Dann wird das vielleicht doch was. Transfer, das muss ich natürlich auch noch füllen. Und ja, sowieso Ziele und Kader gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Ja, und wie wir dann den Kader für Saison 5 umgestalten, um dann wieder ins internationale Geschäft zurückzukommen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.